Aufgabenhaus. Ich schätze, ich hatte erwartet, das Orakel der Dämmerung sei weißhaarig, runzlig und bucklig, als würde es von der großen Last seiner mystischen Kraft gebeugt. Wie sich jedoch herausstellte, war das Orakel sehr weiblich, etwa in meinem Alter, attraktiv und wohlgeformt, mit erdbeerroten Locken, die ihr bis auf den Rücken hingen. Das Orakel trug ein schlichtes gelbes Gewand, das an der Hüfte von einer Silberkette gerafft wurde. Die Frau fegte mit dem Besen ein blau-goldenes Fresko auf den Boden. Mir fiel erst viel später auf, dass es die aufgehende Sonne darstellte. So sehr zog diese Frau alle Aufmerksamkeit auf sich. »Seid ihr das Orakel der Dämmerung?« fragte Lord Lysander. Adamus stand neben ihm. Proito und ich blieben einige Schritte zurück. »Das bin ich.« Die Frau durchquerte den Raum und lehnte den Besen gegen eine schlanke Säule. Dann erst näherte sie sich meinem Lord. Sie sah in Lysanders Augen und lächelte. Mehrmals sagte sie, »Werd ihr fast gescheitert.« »Ich weiß, aber ihr seid hier, das ist der Beweis für euren Mut und eure Entschlossenheit.« »Was wollt ihr von mir wissen, Lord Lysander?« »Die Frau bedeutete uns, ihr zu folgen, als sie in den hinteren Teil des Tempels ging, wo ein großes Fenster bis zum Horizont blicken ließ.« »Das wisst ihr nicht?« sagte Lysander. »Doch, aber ich frage mich, ob ihr wisst, welche Frage ihr stellen möchtet. Welche soll es sein, Lord Lysander? Wollt ihr mich nach den Worten zur Vergangenheit oder nach eurer eigenen befragen?« Lysander antwortete nicht, und ich erkannte zum ersten Mal, welchen inneren Kampf er ausfocht. Was war ich für ein Narr gewesen? Natürlich konnte jemand wie das Orakel ihm verraten, wo sich seine Geschwister befanden. Die lange Suche meines Lords konnte zu Ende sein, wenn er diese Frau nun fragte, wo er sie finden könnte. Aber dann würde er nicht die Information bekommen, die er bräuchte, um Worten als Lügner bloßzustellen und Palaedra zu retten. Was für eine Entscheidung. Das war nicht gerecht. Ehe ich mich versah, trat ich einen Schritt vor. »Warum sagt ihr ihm nicht beides?« platzte ich heraus. »Er hat es verdient. Er hat alle eure Prüfungen bestanden.« Die Frau drehte sich zu mir um, doch ihre Miene war nicht zu deuten. Die von Lysander hingegen war böse. »Milton«, fuhr er mich an, »wo bleiben eure Manieren?« Ich wich zurück und versuchte, mich klitzeklein zu machen, aber innerlich schämte ich mich vor Wut aufs Orakel der Dämmerung. »Wie werdet ihr euch entscheiden, Lord Lysander? Ich kann euch verraten, dass sich all eure Geschwister noch auf dieser Existenzebene befinden. Ich könnte euch sogar sagen, wo sie sind.« Abermals zögerte Lysander. »Oder ich könnte euch helfen, die Wahrheit über Sir Wortons Vergangenheit herauszufinden. Ihr müsst nur fragen.« Nach einer Weile, die wie eine Ewigkeit erschien, schluckte Lysander, als müsste er sich sammeln, und sagte, »Erzähl mir von Sir Wortons Vergangenheit. Ist Sir Worton ein Greifenherz?« Es folgte eine gleichermaßen unheilschwangere Stille, bevor das Orakel der Dämmerung antwortete. Die Frau drehte sich zum Fenster um und betrachtete lange Zeit den blauen Himmel. Schließlich nahm sie Lysanders Hände in die ihren und streichelte sie fast zärtlich. »Sucht ihr den Stahl, sucht ihr das Blut, den ersten Schritt zum Rat hin tut.« »Hab Dank«, sagte Lysander. »Mein Lord beugte sich vor und küsste die Hände der Frau. Lächelnd sagt sie, ihr seid mehr Teil von Palaedra, als euch selbst bewusst ist, Lysander. Viel Glück wünsche ich euch. Unsere Audienz war vorbei, und wir brachen unverzüglich auf. Ich kam als letzter zur Tür. Da hörte ich das Orakel meinen Namen rufen. Ja, antwortete ich nervös. Hatte ich sie mit meinen unbedachten Worten erzürnt? Was ist euer Zweck?« fragte sie. »Welche?« »Was ist euer Zweck, Junker Milton? Warum existiert ihr?« Ich war immer noch nicht sicher, welche Antwort sie erwartete. Deshalb gab ich ihr die erste, die mir in den Sinn kam. »Um meinem Lord die Sonne zu dienen.« »Wirklich?« fragte sie zweifelnd, als wüsste sie etwas, das ich nicht wusste. Das Orakel der Dämmerung nahm seinen Besen wieder auf und ließ mich verwirrter zurück, als ich beim Eintritt gewesen war. So, und damit haben wir wieder ein Szenario geschafft. Zum Glück brauchten wir die Zyklopen nicht besiegen. Wäre vielleicht eine schöne Erfahrungsquelle gewesen, aber das wäre mir ein zu hohes Risiko. Die Welt dort draußen ist beängstigend, sogar tödlich. Aber sich einfach zu verstecken ist keine Lösung. Nicht jedermann würde das verstehen.
Daher erwartete Lord Lysander Probleme, als wir in das abgelegene und isolierte Gebiet einmarschierten, das als das Rad bekannt ist. Doch nicht einmal er machte sich eine Vorstellung davon, wie schwer die Kämpfe dort würden. So, wir müssen die Heldin die Sette finden. Und wir dürfen dabei weder Lysander noch Poeto verlieren. Noch dürfen wir die Talgarnison angreifen. Und Lord Lysander, Poeto und zwei der mächtigsten Helden werden mitgenommen. Und maximale Level ist 30. Fast eine Woche nach unserer Begegnung mit dem Orakel der Dämmerung erreichten wir die Grenze der rebellischen Region, die man als das Rad bezeichnet. Diejenigen Überlebenden der Abrechnung, die Herrschern wie Königin Katharina und König Kilgott die Zerstörung der alten Welt in die Schuhe schoben, hatten sich vor Jahren zu einer Gemeinschaft zusammengefunden, die nur einen Wahlspruch kannte: Lasst uns in Ruhe, wir lassen euch in Ruhe. Bis heute hatte sich Lord Lysander nur zu gern daran gehalten. Er hatte genug eigene Sorgen. Doch seine Erfahrung im Umgang mit den Baronen des Rades hat ihn eines gelehrt. Sie würden ihm niemals erlauben, das Land ungehindert zu betreten. Schon gar nicht mit einer Armee. Von einer Hügelkuppe blickten wir über die Grenze ins Rad. Am Morgen würden wir Feindesland betreten. Ich wiederholte noch einmal: Orakel sind der Mühe einfach nicht wert, sagte Poeto. Adamus schüttelte enttäuscht den Kopf und sagte: Mein lieber Poeto, Orakel geben uns die Antworten auf Mysterien, die wir alleine niemals ergründen könnten. Schön, aber sie verlangen eine Prüfung ab, die von den meisten Menschen nicht zu bestehen sind. Und wenn man überlebt, wie unser tapferer Lord Lysander hier, geben sie einem nur ein Rätsel als Antwort. Was soll das nützen? Wissen erlangt man niemals auf einfache Weise, sagte Lysander geistesabwesend. Seit seiner Begegnung mit dem Orakel war sein Verhalten kühl. Habt ihr die Bedeutung der Antwort des Orakels entziffert, Lord Lysander, fügte Adamus hinzu. Noch nicht ganz. Sucht ihr den Stahl, sucht ihr das Blut, den ersten Schritt zum Rat hintut, wiederholte Adamus das Rätsel des Orakels. Offensichtlich soll ich hierher zum Rat kommen, erläuterte Lysander, und sucht ihr das Blut, spielt auf meine Suche an. Ich suche nach Sir Wortens wahrem Blut, seinen wahren Eltern. Aber was soll teilen mit dem Staat, sagte Proetor. Das kann ich nicht sagen. Die Antwort wird schon kommen, sagte Adamus zuversichtlich. Proetor schnaubte verächtlich, entschied sich aber zum Glück, statt für eine Erwiderung dafür etwas zu trinken. Lysander stand auf und ließ den großen Teil seiner Mahlzeit unangetastet. Morgen begeben wir uns in gefährliches Gebiet, sagte er als Entschuldigung. Meine bisherigen Versuche, vernünftig mit den Baronen des Rates zu sprechen, wurden rasch und unhöflich abgewiesen. Nun aber habe ich keine Zeit mehr für Diplomatie. Eine Schande, meinte Adamus. Ich freue mich schon auf einen guten Kampf, prahlte Poeto. Lysander ging in sein Zelt, um allein zu sein. Er trauerte. Er war traurig, weil er die beste und möglicherweise letzte Chance vertan hatte, seine Geschwister zu finden. Abermals verfluchte ich das Orakel der Dämmerung, weil es ihn gezwungen hatte, zwischen seiner Familie und Palaedra zu wählen. Wir haben wieder alle Helden alleine und eine Armee. Aber ich würde sagen, hier machen wir das nächste Mal weiter. Bis dahin sag ich schon mal Tschüss.